Willkommen zurück. Wir haben jetzt alle Items gefunden und können uns jetzt hier irgendwas Besonderes holen. Meine Statue ist endlich komplett. Schatten, du hast gezeigt, dass du es wert bist, das Wissen über die Macht von Wasser und Eis von mir zu erhalten. Von nun an werden deine Augen die Bücher der blauen Magie verstehen, die der ganzen Burg verstreut sind. Die Magie des Frostes wurde in deinem Charakterbogen hinzugefügt. Du kannst den Frostzauber sprechen und deine Fähigkeiten in Frostmagie bei einem Frostausstieg verbessern. Ein Zauberruf geklingelt. So, dann werden wir das kleine Vieh doch gleich mal aus der Leiste rauskicken bei uns. Und dafür den Frostbolzen benutzen. So, Stückzahlen 56 und 46. Sehr schön. Damit ist das auch erledigt. Mhm. Und jetzt eigentlich nur noch runter da. Ja, einfach nur noch runter hier. Zu dem Auge, wo ich aber eine besser ist, wenn man direkt durch den Kerker hingeht, ne? Dem direkt noch heilen und speichern und so weiter. Nee, aktive Aufgaben möchte ich jetzt unbedingt nicht die Puppe haben, aber ich glaube, das ist derzeit meine einzige Aufgabe. Ach, ist das dämlich. Später. Kommt später dran. So. Müsste eigentlich das Gitter hier sein. Ja, ja, einfach nur noch hinterlatschen und fertig. Oh nö. Hab bald keine. Bald keine roten Essenzen mehr. Ich entweder mal farm gehen oder was weiß ich. Eieiei. Auf geht's in das riesige Portal. Teleportieren zurück können wir uns ja immer noch später. Ist ja niedlich. Wo ist mein Geist? Mein Elementar meine ich. Call. Legen wir das mal auf die 1. Das nützt sich hier drin, muss ich sagen. Aber etwas verwirrt ist das schon. Ich weiß gar nicht, ob ich hier runterfallen kann. Probieren möchte ich es allerdings nicht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Na, ich glaube, mein kleines Vieh ist verreckt, oder? Ne, ist noch da am Leben. Mann, 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 ich sollte echt wieder die Klappe aufreißen, ja, ja. Das machen wir allerdings noch. Au, 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 au. Weniger sterben, please. Quatsch. Ah, ist geiles. Geiles Gebiet hier. Alter. Der Knockback von denen ist ja abartig. Und nochmal. Alle guten Dinger sind 3. Keine Dinger aus, leckt mich. Mann, 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 ist die Lava gay. Definitiv ist sie total gay. Ja, aber nur wenn ich das berühre, verliere ich massig Leben. Aber dafür geben die Dinger auch massig EP, ist unglaublich. Probieren wir doch gleich mal unseren ersten Zauber. Ja, man sollte sich definitiv massig heilen mitnehmen.
Da wurde nicht zu wenig gesagt. Batsch, batsch, batsch. Trotzdem geil, richtig geil, der Zauber, der Eiszauber. Nee, fast alle tot. Noch ein kleiner Rubin. Oh. Was macht mein... Macht mein kleiner... Ich sehe den nicht mal, das ist unglaublich. Oh mein Gott! Hast welche runtergefallen? Wäre so neu. Ja. Da haben wir den nächsten Boss anscheinend. Eieiei, auf geht's. Warte. Was ist los? Bevor du Draconius herbeirufst, lass mich dir einen Rat geben. Du hast Angst, oder? Komm schon, was kannst du mir sagen? Die Kräfte seiner Angriffe wird dich zurückwerfen. Vermeide es, nahe an Abgründen zu stehen, um nicht in die Lava zu fallen. Suche Schutz vor seinem Feuer und deinem festen Dach und zögere nicht, Heiltränke einzusetzen, um deine Verbrennungen zu heilen. Mehr noch, Draconius greift immer aus der Luft an. Nutze also Frostmagie oder Bögen gegen ihn. Und das Wichtigste, ist dein Leben in Gefahr, teleportiere dich in die Burg. Wow, Sera, danke für all die Ratschläge. Ich will nicht sterben. Nur zässlich werde ich mich zurück teleportieren. Und nun, go, go, go! Ungern. Ungern, aber was soll man machen? I'm dead! Ist ja billig, der Drache. Und mein Mistvieh greift natürlich nicht an, ist ja normal. Scheiße, wo bin ich denn hier wieder, ey? Nur klar, gönn dir, Alter. Gönn dir. Du Drecksmistnotte, du. Er springt so gay! Ey, wenn ich durch bin mit dem Gen, dann schlage ich den Typen. Für seine Dreckssprungkünste hier. Okay. Lol. Ach ja, hat keine Energie. Es ging halt das hässliche Mistding nicht an. Was ist denn, wie schade mache ich mit dem Feuer an, gell? Gar nichts. Okay, warten wir also mal ganz kurz. Der kann doch zerstört werden. Quatsch! Ach ja, hier kommen ja noch ein paar Feuer her, ne? Und wieder eine schöne Verbrennung, ey. Unglaublich. So, sollte genügen, denke ich mal. Energie hat das Viech genug. Angreifen tut es ja derzeit eh nicht. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen, trotz dass der Gegner nahe genug dran war. Bla 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 bla. Sehe ich total ein. Total. Stimme ich mit dir überein. Geile Musik trotzdem. Er kommt näher. Er ist weg. Fick dich.
Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieser beschissene Hero! Ey, das ist echt zum Kacken zu blöd. So. Müssen wir noch ganz kurz wieder warten, bis sich das ein bisschen mit Energie gefüllt hat, das Viech. Denn nur so macht's, ist es auch nützlich für mich. Können wir also mal ein bisschen im Inventar rumlunchen. Ringe habe ich alle angelegt. Ich hätte gerne die magischen Pfeile. Wird mit dem Bogen verschossen, kannst du auch verwenden und bla bla bla. Aber hätte ich gerne, würde ich gerne. Mach mal die Pfeile weg hier. Inventar. Kann ich aber nicht verballern, so wie es aussieht. Ach ja, ich denke mal, er hat genug. Und oben jetzt konnte man ja seine HP von sehen, von diesem Drakonis. Habe ich vorher nicht bedacht. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen angucken. Ja, da sieht man schon. Leck mich. Man hat schon ordentlich HP verloren. Über die Hälfte. So, jetzt fängt er an zu schnappen. Schnie, schna, schnappi. Er hat jetzt 200 weggezogen, aber irgendwie merkt man das nicht wirklich. Stopp! Ja, ja, nimm das! Ich habe allein einen Drachen getötet. Hast du es gesehen, Sera? Wenn ich ein Herz hätte, hätte es wohl aufgehört zu schlagen. Habe ich dir Angst gemacht, oder was? Ich sag dir das, dass du mir nicht trauen kannst. Okay, am Anfang hatte ich Angst, als dieser große Haufen Echse auftauchte, aber als ich dann... Auf was zur Hölle wartest du denn noch? Okay, okay, lass mich den Schlüssel in die Münzen nehmen und dann gehen wir zurück. Wow, 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 ey. 30, 30, 45, bla bla bla. Alter, so viele Münzen. Mann, ey, war das scheiße, der Drache. Nein! Ich hoffe, ich muss den jetzt nicht nochmal besiegen. Verdammt. Gott damn. This hero. Ey, ich krieg gleich das Kotzen. Scheiße, ey. Ja gut, dann beende ich mal schon mal den Part. Ich lasse den noch ein bisschen aufladen und im nächsten Part besiegen wir den Drachen und verpissen uns gleich. Ich laufe da nicht mehr herum. Also, bis dann!